Ich bin unterwegs auf der MS Hamburg im östlichen Mittelmeer und habe auf dieser Reise für 4 Nächte eine Außenkabine. Es gibt ungefähr um die 130 Außenkabinen, alle ohne Balkon, und ungefähr die Hälfte davon, also ungefähr etwas über 60 Innenkabinen gibt es. Ja, und diese Außenkabine, die, ich möchte mal sagen, relativ zweckmäßig ist, die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So, wir sehen schon, hier in dieser Kabine sind die beiden Betten auseinandergestellt mit relativ großem Abstand. Das hängt damit zusammen, dass diese Nachttische hier relativ groß sind. Die dazwischen sind, die sind ja auf vielen, vielen Schiffen deutlich kleiner. Da stehen auch, wenn die Schiffe die Betten auseinandergezogen sind, die etwas näher zusammen, aber hier sind sie nun relativ weit auseinander. Man kann die aber auch zusammenstellen lassen, ganz wie man das möchte. Ja, was mir aufgefallen ist, die Matratze ist relativ weich. Ja, ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache, ob man das mag. Also ich habe jetzt eine Nacht da drauf geschlafen. Und ja, wir gucken mal hier das Fenster an. Das sieht wirklich noch nach Schiff aus, ne? Richtig schön rund, wie sich das gehört. Da kann man dann ein Rollo runterziehen, sodass das wirklich ordentlich lichtdicht ist. Das ist mir ja immer ganz besonders wichtig, dass es also nicht so hell ist. Ja, und man ist jetzt hier auf Deck 2, wo wir jetzt sind, gar nicht weit eben hier vom Wasser dann im Zweifel auch entfernt. Das sieht man jetzt hier nicht, weil wir jetzt hier gerade im Hafen sind. Aber gut, so, das ist schon wirklich ganz schön. So vom Schiffsfeeling her kann sich das wirklich sehen lassen. Also muss man wirklich sagen. So, wir gucken mal hier auf die andere Seite, was wir hier alles haben. Jo, einmal 2 Stühle, dann ein kleiner Tisch und dann geht es hier rüber. Ja, einmal zu der Schrankkombination. Dort oben befinden sich Gläser unter anderem drin für die Minibar. Dann ist hier ein Fernseher. Ja, da sieht man schon, der ist irgendwann tatsächlich auch mal getauscht worden. Denn dieses Schiff ist ja Baujahr 1997 und da gab es ja eben diese Flachfernseher noch nicht. So, hier ist dann die Minibar. Das Ganze vergleichsweise günstig. Cola 2,50, Bier um die 3 Euro. Und ja, Sekt, glaube ich, kostet 4 Euro. So, das kann sich wirklich sehen lassen. Ach so, ja, eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Wie ist es mit Steckdosen? 1997, da hat man sich wahrscheinlich gefragt, was bringen die Leute denn groß mit? Da hatte man ja höchstens mal ein Handy. Ja, und deswegen gibt es auch nur eine Steckdose hier. Das ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen wenig, ne? Wenn man zu zweit unterwegs ist und dann schon 2 Ladegeräte dabei hat für Smartphones oder so. Ja, das ist ein bisschen wenig. So, wir gehen mal hier in den hinteren Bereich, da gibt es dann einmal den Schrank. So, gucken wir hier mal rein. Decken. So, das ist eigentlich ausreichend Platz, denke ich, für 2 Personen. Hier sind die Rettungswesten unten einmal drin. Und hier sind noch einmal jede Menge Bügel. So, und dann gucken wir uns von hier nochmal ein bisschen um. Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlicher Schnitt, also nicht so ganz 0815 mäßig, wie man das auf den meisten aktuellen Schiffen hat, sondern das ist fast, na, quadratisch ist es nicht, aber fast. Ich würde sagen, die Kabine ist ein bisschen breiter, als man das so kennt. Dafür nicht ganz so lang. Ja, hier hat man dann nochmal Stauraum. Ja, also an Platz mangelt es hier wirklich nicht. Hier kann man die Temperatur einstellen, die ist jetzt bei mir wirklich auf ganz, ganz, ganz kalt gestellt. Ja, weil ich kam wirklich rein und das war so in der Mitte und das war so warm hier drin, sodass ich das dann erstmal eingestellt habe. Und ganz kalt heißt aber in dem Fall nicht, dass es irgendwie unangenehm wäre. Also das ist nicht ganz kalt nach amerikanischen Verhältnissen oder so. So, das Bad hier dann nochmal mit einem Haartrockner, seht ihr da, genau. Einem Waschbecken und einer Dusche, da kommt auch ordentlich Wasser raus. Also es war jetzt nicht so, dass da nur so ein dünnes Rinnsal oder so rauskommt. Ja, Trick 17 noch. Was fällt uns hier auf? Na, wir sehen die Toilette. Was fehlt da? Nicht die Klobürste, nee, sondern weit und breit nicht zu sehen das Toilettenpapier. Das ist relativ ungewöhnlich versteckt hinter dieser Klappe. Aha, da hängt es. Deswegen, also als ich die Kabine gestern betreten habe, Und hier das Bad, da steht dann diese Klappe auch erstmal offen, dass man sofort sieht, aha, da ist das Toilettenpapier. Nicht, dass der ein oder andere dann total verzweifelt ist, weil er irgendwie auf Toilette sitzt und dann erstmal feststellt, so, oh Gott, wo ist das Papier? Ja. Gut, also die Dusche, auch nochmal relativ breit. Ne? Es ist also nicht so, dass die so klein ist, das Ganze nur mit einem Duschvorhang, beziehungsweise hier nochmal einer zusätzlichen Glaswand davor. Ja,
Das war sie also, die Außenkabine auf der MS Hamburg. Wenn ihr euch interessiert für Kreuzfahrten mit der MS Hamburg, dann klickt einmal den Link in der Videobeschreibung oder aber im Video und dann guckt euch mal die Angebote an und bucht es gerne darüber. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.